Denn ich hatte irgendwo eine Höhle zum Erkunden. Ich fürchte, ich habe den Eingang zugebaut und finde sie nicht mehr. Einfach alles planiert. Ich stelle mir gerade vor, wie bei Hilly auf der Welt einfach alles nur noch in Quadern existiert. Es gibt einfach keine natürlichen Formen mehr. Bei Hilly ist einfach selbst jeder Berg ist einfach nur noch eine Pyramide. So, einfach Quader. Ja, okay, das ist gut, aber nicht ausreichend. Ich muss das anders machen, leider. Aber es ist, so funktioniert's. Und Hallöchen, Skyman. Stell mich direkt an die Maschine. Oh, weiß ich gar nicht. Sah nicht so aus eben, aber ich probier's mal. Eventuell muss ich die einfach einen nach vorne setzen hier. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz. Das mache ich auch. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz, die. Ein bisschen mehr Platz. Punkt. So. Genau, es muss ja auch bloß hier noch einmal geteilt werden. Das ist ja völlig okay. Kann ja auch hier gemacht werden. So. Ich muss mal ganz kurz hier gucken, ob ich das hier irgendwie noch. Muss das mal hier kurz beenden. Nervt mich nämlich langsam noch ein bisschen. So. Hier ist eine, ne? Hier ist auch eine. Okay. Nur darunter keine gekriegt. Ja, ich, also, Cheaten bin ich auch nicht so ein großer Fan von. Habe ich wieder falsch gesetzt, ne? Habe ich. Hat da. Ich habe gerade eben zum ersten Mal entdeckt, dass der Eingang des Dings orange ist. Ich möchte nicht darüber reden, bitte. Ja, habe ich nicht umgestellt? So, Baumodus Standard, genau. So, erster Split. Mach's von der anderen Seite, ich mach's von hier, so. Und hier war's falsch. Oh, Mann, Gott, ey. Erster Split. Ja, ich muss es einmal richtig machen. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr versteht das. Alle Satisfactory-Spieler mit einem inneren Monk werden es wahrscheinlich verstehen. Nein! Aus! Nein, 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 nein. Oh Gott, nein, ich hab. Wollte ich nicht, wollte ich nicht. Wollte ich nicht. So. Das wollte ich eigentlich. So. Erster Split, der geht da rein, der geht darüber, so. Zweiter Split ist dann hier. So, dann will ich hier gerne einmal rüber. Oh, geht das? Ja, ist richtig, danke.
Jetzt gucken wir nochmal wegen der Brücken. Das war ein guter Punkt. Vielleicht gehen die auch direkt hier dran. Warte. Sie wollen, aber sie wollen auch wieder nicht. So. Okay, das funktioniert aber so nicht, leider. Okay, dann müssen wir ein bisschen... Kein Problem. Müssen wir ein bisschen Abstand. So. Muss kurz den Abstand checken, dass wir hinkommen. Ja. So sieht es doch ganz gut aus. Sehr schön. Bisschen Ordnung. Und schon ist das Leben wieder besser. Boah, ich klinge wie so ein Pedantiker, ey. Ist ja anstrengend. Pedantiker? Pedant? Pedant ist das richtige Wort, gell? Problem ist nur, ich krieg davon keine Linie. Das richtig? Die haben keine Linie per se. Das ist halt schwierig. Das scheint richtig zu sein, ne? Nee. Nimm mal den hier. Ich baue mir hier was zurecht. Aber ich find's lustig. Lasst mich. Das könnte richtig sein. Will mal zu direkt sein hier. Huh. Ja, sehr schön. Boah, man kann hier sogar noch lang laufen, ist das gut. Ups. Hier ist ein bisschen unglücklich, um ehrlich zu sein. Ja, besser. Leicht besser. So. So, die kann 3 versorgen. Ja, genau. So, die anderen 3 kommen da hinten. Also, alles cool. Theoretisch könnte ich jetzt schon loslegen. Ich habe eh nicht genug Rotoren für insgesamt... also, ich muss wieder Rotoren holen gehen. Da waren 2 Linien. Ja, möglich. Okay. Vielleicht hab ich die Linie. Ja, hier, ich sehe. Ich habe hier verpasst. Okay, schade. Habe ich echt die Linien übersehen, ja? Ja, halt so viele Linien, dass ich manchmal nicht sehe. Da sind sie, Linien. Jetzt habe ich sie gesehen. So, ich bin sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Durchaus zufrieden mit dem, was hier ist. Fundamente, ja, geht, ne? Aber so, jetzt verbinden wir noch die miteinander. Ja, dass die jetzt ein natürlich zu hoch sind, aber ist dann halt so. Lässt sich alles nicht ändern. Ja. Ja, okay, müssen wir so machen. Das ist nicht schön, ich gebe es zu, aber das könnte hier noch so einen hinstellen. Und dann könnte man da noch ein Dingeling machen, ne? Na komm. Wie war das? Einmal richtig machen.
Ja, es funktioniert leider nicht. Ich müsste hier nur ein Dings hinstellen. Es funktioniert nicht. Also hier müsste der Dingerding stehen. Mal wieder so. Was soll's? Das ist mir jetzt den Aufwand dann doch nicht wert. So, ich hier auch noch rein. So. Genau, so. Und der letzte kommt dann hier. Die Teilaufteilung kommt dann hier rum. Ja, und würde dann hier weitergehen zu den nächsten dreien. Also da kommen dann nochmal drei weitere hin. Der hier würde dann hier quasi einmal aufgesplittet werden. Erstmal funktionieren, schön kommt später. Naja, das ist ja jetzt schon das Schöne. Krieg jedes Mal einen Herzinfarkt, wenn ich dieses blöde Artefakte höre, ne? Geh mir richtig auf den Keks. So. Steht's denn da oben drauf? Oder hier? Ne, hier hinten, glaube ich, schon, ne? Das muss ich nicht allzu häufig her. Genau, ich würde hier die anderen drei hinstellen. Und hier dann splitten. Ich glaube, den Miner stelle ich nochmal anders hin. Meiner MK1. So, den halte ich eigentlich nur hinstellen, damit ich hier schon mal direkt einen Splitter hinballern kann. Harvest. Habe ich das gerade wirklich? I strongly advise you to harvest this specimen. I strongly advise you to shut the fudge. So. Okay, verbinden wir noch nicht. So, also wie gesagt, hier hinter würde dann, ich würde die nächsten Generatoren quasi in die Richtung stellen. Ich brauche dann nur noch eine weitere Wasserpumpe. Harvest it. Nein. Das gebe ich mal hier direkt rein. So, und Wasser Extractor. So, das ist das Wichtigste, was ich erstmal brauche. Dann meine habe ich schon. Ich baue jetzt hier weiter das Fundament aus. Dann schaue ich noch mal ganz kurz. Also ich hole einen Platten und so weiter, ne? Aber ich baue jetzt hier erstmal das Fundament ein bisschen aus. Habe ich es hinter mir? Die Bäume werden auch gleich noch abgesägt und zwar wunderbar. Bin gerade glücklich, dass es hier keine Statik gibt in dem Spiel. Das würde mich killen. Ja, wisst. Breaking news from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Hallo. Oh, ich kann sie nicht entfernen. Dieses Eis noch neu bauen, wenn du weitere Fragen freigeschaltet hast. Glaubt mir. Zeitessucht. Ja, eins nach dem anderen. Das ist geil, Mann. Eins nach dem anderen.
erstmal werde ich jetzt hier anfangen, den Kram zusammenzuschließen, indem ich hier noch ein paar von denen stelle. Dazu muss ich hier noch einmal hoch. So. So. Jeder der Herrschaften kriegt ein Rohr ein. Ja. Ach, die sind da hinten. Naja, egal. So, jetzt brauche ich das MK2-Band. Für die 120 die Minute. Bin mir gerade nicht sicher, ob das reicht, weil ich weiß nicht, ob die Wasser haben. Ah, das habe ich mir gedacht. Ich muss hier einen Generator, glaube ich, nebenstellen. Ne? Oder unten einmal füttern, quasi. Damit die hier Wasser kriegen. Weil das Einzige ist jetzt, glaube ich, das Problem, dass die... die Wasserpumpe jetzt gerade nicht anlaufen kann. Das ist gerade das Problem. Ich muss einmal kurz anlaufen. Und dann sollte es eigentlich kein Problem sein. Kann ich denn noch fix einen kurzen Generator bauen? Gucken wir doch mal schnell, ob ich noch schnell einen Biomasse-Generator bauen kann. Kann ich. Jetzt kommt das Wasser an. Jetzt kann es losgehen. Ja. Ja, ja, ja. Gleich haben wir es. Da geht's los. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es läuft. Production 75 Megawatt. Warum nur 75? Warte mal. Oh, ich habe die miteinander nicht verbunden. Kann das sein? Ach ja. So. Jetzt sollten wir auf 150 kommen. Ja. Quatsch, 150. 225, genau. Perfekt. Maximal Consumption, 175. Wir sind jetzt weit drüber. Sehr gut. Strom haben wir erstmal. Gut, ich habe jetzt auch unten die Rotor-Sache noch nicht fertig gebaut. Also ich denke, wir müssen hier auf jeden Fall nochmal hochkommen und wenigstens noch den vierten bauen. Und eine weitere Wasserpumpe, dass wir das haben. Aber das heißt, ich kann dich wieder abziehen. Sehr gut. Irgendwann baue ich auch mal die Flup-Flup-Flup-Rohre hoch, aber jetzt nicht. Das kann ich nicht. Das kann ich. Das geht nicht. Da. Standard. Es ist so wunderschön. Mein riesiger Parkplatz. Ja, ja. Ich könnte hier noch den vierten hinstellen, dann in die andere Richtung gucken, ne? Das wäre auch ganz cool. Egal. Drück mal R, dann kannst du Baumodus ändern. Mehr Plattform auf einmal bauen. Ja, weiß ich, habe ich schon gemacht. Alles schon gemacht. Auch nur gerne ein bisschen kontrollierter und ich weiß, dass ich damit sehr unkontrolliert bin irgendwann. Ja, ist mir jetzt egal.
Das hier ist nicht schön, ne? Aber ich geb's. Also, da ist. Ich wollte einfach nur rüber. Mich da irgendwie. Nee, krieg ich nicht hin. Müsste jetzt so machen. Ja, das ist schwierig. Warte, so. So, ah, kommt das halbwegs hin. So, wenn ich jetzt hier so mache, habe ich halbwegs. Na, okay, das funktioniert noch nicht. Ah, shit. Okay. Moment, haben wir gleich. Naja, ich weiß, dass das ineinander steckt, ist mir aber egal. Kannst du dir das vorstellen? Es fehlt natürlich Beton jetzt. Egal. So, ich fühle mich auch ein bisschen unsicher gerade. Ich glaube, ich habe gerade auf Englisch gewechselt, meine Tastatur. Moment. Yep. Einmal Fettfingering für Dummies, bitte. So. So, ne? Also, deswegen möchte ich gerne die Flup-Flup-Flup-Säulen haben, dass ich wenigstens hier einen Ausgang habe, aber die brauchen noch ein bisschen. Stahlproduktion ist jetzt das nächste, aber erstmal Rotoren, dann Stahl. Also, eines nach dem anderen. Gucken, ob der Dude schon wieder da ist hier, mein Lieblingsfreund, dessen, für den ich gerade keine Munition mehr habe. Gucken, ob ich noch irgendwas in der Mam erforschen kann. Ah, der ganze Weg hier. Also, Züge gab es doch auch, oder? Ich hätte gerne einen Transportzug. Ich würde mich ja, also ne, früher ist man mit Fließbändern gefahren. Ich würde mich auch einfach auf den Zug stellen und mit dem mitfahren. Ist auch cool. Also, ne? Oder wenn mein Auto automatisch fährt, dann könnte ich ihn ja auch da mich immer raufstellen. Fährt das Auto, also dieser Truck auch automatisch, wenn er programmiert ist und ich mich an Steuer stelle, fährt er dann mit mir los oder wird das dann quasi überschrieben und ich müsste halt nochmal, müsste absteigen. Da müsste ich mich so direkt draufstellen. So, Rotoren müssten wir auf jeden Fall jetzt ein paar haben, weil ich habe da ja meine ganzen Schrauben reingeworfen. Ich kann jetzt den Grinder auf jeden Fall mal einen Moment abschalten auf Standby. Dann habe ich da wieder ein bisschen Strom zurück. Ey, sieht schon wild aus hier. Egal. Das ignorieren wir und reden heute nicht drüber. Ja, guck mal. 100 Rotoren, ey. Geil. Könnte ich eigentlich fast wieder hochlaufen, ne? Aber ich würde gerne die Rotorkonstruktion anfangen hier mit. Guck mal, es läuft immer noch. Nice. Langsam die Rotorkonstruktion hier hinten anfangen zu bauen. Ja, du bist ja auch sehr einsam hier. Also quasi. Ich wollte dich noch auf. Ah ja, Zement. Nehmen wir erstmal auf. Übü. Oh. Was habe ich denn hier alles drin? Warum? Okay, kein Problem.
Wow. Es wird nichts verschwendet. Nichts wird hier verschwendet. Ich habe so viel... Ach, ich habe die ganze Kohle eingesammelt, ich verstehe. Kein Problem. Das ist ein Keilerstissel, habe ich hier auch noch. Ich würde gerne im Inventar suchen können, das wäre schön. Wahrscheinlich auch als Mod, aber wie gesagt, ich möchte gerne erstmal ohne Mod spielen. Plasma-Spucker-Überreste, Pistole. Mhm. Okay. So. Einsteigst nichts mehr, sollte er im Autopilot weiterfahren. Okay, mal ausprobieren. Wenn du Kettensäge benutzt, wird ein Teil im Umkreis der Kettenwege, dann ist der Inventar sehr schnell voll. Ja, obwohl es ging. Ne? Also ich habe ja, ich hatte 500 Blätter dabei. Die habe ich ja, ich habe ja hier immer noch meine Pelletproduktion. Die behalte ich auch erstmal bei, einfach zur Sicherheit. Wahrscheinlich brauche ich die Pallets für nichts mehr. Und es ist aber viel zu viel, was ich habe. Ne? Also ich habe Blätter, weil ich die ja ständig dabei habe und Holz werden zu Biomasse umgewandelt. Das läuft dann hier rein und wird hier zu Pallets umgewandelt. Und läuft dann hier rein. Und hier habe ich dann Pallets, um zur Sicherheit meine Backup-Generatoren, falls mal irgendwas schief gehen sollte, falls ich mal irgendwann übertreiben sollte jetzt hier mit meinem mit meinem Gebaue, dass die dann mal irgendwann notfalls einspringen können. So, also, fangen wir an. Ich habe es mir hier links aufgemacht. Wir brauchen den Splitter, das haben wir. Wir haben zwei Schmelzen. Ich muss mal ganz kurz rüber tappen und hier ein bisschen mir das zurechtschieben, ganz kurz. So. Also, zwei Schmelzen, klar. Der eine Constructor stellt Eisenstangen her. Ja. Ich brauche eine ganze Menge. Eieiei, okay. Ja, Rotoren ist schon ein bisschen komplexer, ey. Das hier wird wieder zusammengeschmissen, ne? Ja. Okay, gucke ich dann immer. Ich fange erstmal an. Und dann gucke ich noch auf die Ratios zum Teil. Also, bei Schmelzen, klar. So, mit Schmelzen fange ich auf jeden Fall hier. Es wird halt groß und ich befürchte, ich muss jetzt gleich wirklich den ollen Lift abbauen. Der mich da eh schon die ganze Zeit nervt. Es wird jetzt auf jeden Fall ein bisschen größer. Ich bin ganz froh, dass ich hier rechts bin, weil rechts habe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Platz. Der steht da richtig kacke. Einfach machen, wenn zu viel ist, kann man eh alles schreddern. Das stimmt. Ja. True. True. So, Schmelzofen hätte ich gerne. Warum willst du hier nicht klippen? Hier nicht klippen, weil da Sand ist oder was? Das wird mich ärgern, aber es ist mir egal jetzt. So, wir fangen erstmal mit der linken Seite an, der Schmelzofen.
Mein Inventar ist so voll. Ist nicht gut. Er hätte doch noch 24 Nägel. Warum konnte ich da nicht schießen? Wieso konnte ich da vorher nicht schießen? Die Kohle würde ich gerne irgendwo hinlegen. Möchte ich gerne behalten hier unten. Nur falls für den Truck. Ich schmeiß sie einfach mal hier hinten bei den Rotoren kurz rein. Habe ich auch wieder ein ganzes Stück mehr Platz. Hallo? Ah, hallo? Jetzt, danke. So, jetzt habe ich mich auch wieder einen blöden Platz hier. Auch nur ein bisschen. Warte mal, ich muss mal ein bisschen leer machen hier. So, sortieren bitte. So, dann komm. Du kommst hier rüber, ich brauche jetzt nicht. So, wird schon gehen. Das ist jetzt auch nicht so teuer, um ehrlich zu sein, ne? Der olle Lift. Scheiß auf deinen Lift. So. Ich hätte gerne die Möglichkeit, mehrere Sachen gleichzeitig abzureißen. Das wäre cool. Und der Lift kommt nachher. Den baue ich nachher aufs Wasser. Wenn ich dann das Grid erweitert habe, aber erstmal Rotoren. Kommen eher alle Mats wieder. Ja, ist klar. Weiß ich. Es ging nur darum, dass ich meine Taschen nicht direkt voll habe und die nicht dann in dieser blöden Truhe rumliegen. Die Steine kriege ich auch nur weg, wenn ich Dings. Oh, warte mal. Kriege ich die mit meiner Kettensäge eventuell weg? Manchmal geht das ja. Aber sonst glaube ich nur mit den Dings, ne? Ja. Nur mit dem Sprengstoff, wenn ich mich nicht ganz irre. So. Wir fangen. Links an mit Melzofen. Der ist nur 50% ausgelastet. Und der andere aber 100. Dann könnte ich doch daraus meine Schraubenproduktion machen, aus diesen 50%. Also meine Schraubenüberproduktion. Mal ganz kurz gucken. Ich zeige euch kurz, was ich meine. Moment. Transformieren. Transformation zurücksetzen. Okay, das hat genau gar nicht funktioniert. Cool. So. Also, ich habe hier meine Eismine. Achso, ich muss gucken. Ja, warte, das ist das Problem. Ne, Rotor 4 habe ich eingestellt. Hallo? Verzeihung? Verzeihung? Sehen Sie bitte? Dankeschön. Minuten? Das ist doch aber falsch. Ich krieg doch. Ich baue das jetzt einfach. Das ist kacke. Irgendwie komme ich hier nicht so. Warte mal. Meine MK2. Ich kriege doch 60 raus da. 120. Ja. Ist 60 raus. Das splitte ich. Mach daraus einmal Eisenbarren. Zweimal Eisenbarren, klar. Ist wieder irgendwas mit falsch eingestellt hier. Und
Opera nutze ich auch. Ja. Ja. Wenn ich immer nur Chrome nutzen will, ne? Da. Ich mach das jetzt einfach. Was soll's. Motoren waren. Mal N war das, ne? Genau. Motor. Das würde ich gerne anpinnen können. Oh. Ach nee, das ist eine To-Do-Liste. Das ist nicht das, was ich. Ich würde gerne in die To-Do-Liste. Ich würde gerne die To-Do-Liste bearbeiten können, ohne dass ich hier in meine Konstruktion gehen muss und so. Falls jemand den Shortcut kennt, um die To-Do-Liste zu bearbeiten. Das ist super cool. Ich würde gerne einfach nur oben anpinnen können, dass ich weiß, was ein Rotor braucht. Aber gut, dann halt anders. Also ein Rotor braucht 5 Stangen und 25 Schrauben. Es haut schon wieder nicht hin hier mit meinem. Wieso rechnet der mit 45? Warte mal. Optionen. Ich hab ja nichts verstellt. Meiner MK1 bei reinem Erz. Albert MK2, genau, blablabla. Ausgang Rotor. 4 die Minute. Wird ja hergestellt. Wir müssen es halt einfach ausprobieren. Leider Gottes. Also, wir müssen I. Schmelzöfen. Und Stangen. Schmelzöfen. Und jetzt kommt es zu den Konstruktoren. Na, komm. Mach mal. So. Gerade. Gerade ist irgendwie gut. So. Eisenstangen. Du machst 15 pro Minute. 30. Und wir brauchten für Schrauben. Warte mal. Kurz mal gucken. 15 pro Minute. Und für Schrauben brauchten wir 40. Brauche jetzt da quasi 3 Schraubenherstellungen, richtig? Ja. Genau, jetzt brauche ich quasi 3 Constructor, die Schrauben herstellen. Und am Ende habe ich dann aber auch nur 2,5 quasi. Dann habe ich eben eine Schraubenüberproduktion, genau. So, also. Na, hallo. Ja. Lass mich kurz überlegen. Ganz kurz. Ich muss das gerade selber ausrechnen gerade, deswegen bin ich gerade ein bisschen stiller. Ja, Skyman, lass mich mal hier in Ruhe machen. Also lass mich mal auch notfalls meine Fehler selber machen. Okay, ja, ich hab's.
Wenn ich mich immer nur an das halte, was mir andere sagen, finde ich meine eigene Lösung nicht. Das wäre mir sehr viel wert.